Let's Play Lizenzschrott. Castle, wollte ich Castle sagen. Castle Lizenzschrott, ja. Ja, don't dings a book by its cover, wie heißt das? Don't judge a book by its cover. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Und dieses Buch, Schrägstrich Spiel, sieht unglaublich scheiße von außen aus. Ja, also kann es wahrscheinlich auch nicht so gut sein. So, also wir nehmen jetzt mal Rookie, weil wir sind totale Anfänger in diesem Spiel. Genau. Und, das ist bestimmt ganz schwer. Und wir heißen wieder Karnes. Das hat sich ja bewährt. Ja. Genau. Also Castle, wer es nicht kennt, das ist eine... ganz tolle Fernsehserie. Eine ganz tolle Krimiserie, obwohl ich persönlich nicht so Krimiserien mag. Aber die finde ich toll, weil Nathan Fillion. Nathan Fillion, da mit links. Dem gucke ich mir alles an. Genau. Gibt ja auch unglaublich viel mit ihm. Ja, leider nicht. Deswegen richtig. Ist es ja immer was Tolles. Man muss dass ja man alles so einer mitnehmen. Langlebigen Serie macht. Ja, wie viel haben 5, 6 Staffeln jetzt schon? Ich glaube, die 5. im Deutschen. Und die 6. Also, obwohl ich nur bis Anfang der 5. gekommen bin, dann war die Sendepolitik so komisch von. Was ist das? Kabel 1 oder so? Kabel 1, glaube ich, hier. Dann haben sie mal aufgehört. Und ABC dann, in Amerika. Dann haben sie den Sendeplatz gewechselt. Ja, ist seltsam. Na gut, ich gucke ja eh nichts im Fernsehen. Ich gucke das ja immer über Internet irgendwie. Aber ja, komm, du hast oft genug davon profitiert. Deswegen können wir jetzt auch schon Marvel auch Agents of S.H.I.E.L.D. gucken. Ja. Und Game of Thrones ein Jahr vorher ich und so. Ich habe jetzt nichts beurteilt. Ich habe nur gesagt, schön für dich und schön für mich. Und schön für dich. Welcome, Karnes, ja. Not you? Doch. Doch, so. Also Nathan Fillion kennt man ursprünglich... aus Firefly der beste Serie aller Zeiten beste nach. Kürzeste Serie überhaupt Buffy fast gelb knapp daneben Buffy ist nämlich die richtige Antwort auf die Frage was die beste Serie aller Zeiten für dich für ist, mich ist es auch nicht nein um Gottes Willen Buffy finde ich auch nicht so toll Battlestar Galactica ist für mich die beste Serie aller Zeiten es gibt schon verdammt so viele gute Serien oder wir leben in toller Fiction-Serien. Stell dir mal vor wir würden jetzt so alt sein wie wir jetzt sind und so viel Erfahrung schon mit Fernsehserien haben und es wäre jetzt 92. Stell dir mal vor, wie furchtbar. Dann wären jetzt unsere Serien, die besten unsere Serien, die wir je gesehen haben, unsere kleine Farm und maximal noch MacGyver. Was dann so die krasseste Serie von allen wäre, MacGyver einfach. Wir würden es wahrscheinlich total abfeiern. Ja. Und wir haben jetzt Lost, Rom, Battlestar Galactica, Game of Thrones, Fast Game. Das ist schon krass. So, bevor wir weiter labern, Nathan Fillion, wie heißt sie nochmal? Kate Beckett. Schon klar. Wie heißt die Schauspielerin? Stana Katic. Genau, danke, das wollte ich hören. Wir spielen jetzt. Oh nein, was passiert hier? Achso, also für die, die es noch nicht wissen, also Castle, wie gesagt, ist eine Krimiserie. Er ist ein... Ist er tot? Ja, nur Gedudel. Okay. Wirklich nur Gedudel. Er ist ein Schriftsteller, ein Krimi-Autor und sie ist Ermittlerin. Er ist so eine Mischung aus Tom Clancy und wie heißt der mit den Horrorbüchern? Stephen King. Also naja, so Thriller-Büchern. Also Stephen King schreibt ja auch Thriller. Mit Fällen. Ne? Mit, also. Mit Fellen, ja. mit Bären, die erlegt werden. Mit Fälle mit Ah, guck mal hier, das ist, sieht ja nicht gut aus, was der da macht. Ich glaube, da will einer Frankenstein zum Monster. Schön, dass das uns so beschriftet hat. Ja, muss man wissen. Genau, und der Gag ist an der Serie, dass Castle mit der Polizei zusammenarbeitet. Also eine typische. Oh Gott. so eine typische: ein Polizist und ein. Quasi nebenberuflicher Ermittler. Sozusagen. Also, ja, bei Tatort sind doch immer Polizisten. Naja, stell dir mal Münster. Das ist auch ein Polizist und ein... Aber es ist auch das Einzige, also sehr selten. So, also das da ist übrigens die Tochter von Ein sehr hübsches Mädchen, die ich in der Serie immer ganz toll finde. Die Mutter ist auch eine super Schauspielerin. Das ist die Mutter von Castle. Die haben beide rote Haare, genau wie Castles Ex-Frau. Und er ist der Einzige, der keine roten Haare hat in der Familie. Genau. Can you help us with a guest list? Graham and I are planning a special dinner party. Would you like some interactive help while you play? Nö. Ja, wir kriegen das auch alleine hin, komm. Naja, der sagt wahrscheinlich nur... So, guck mal, jetzt ist jetzt hier Ach, so... Ach, jetzt müssen wir suchen. Ah, hier, guck mal, habe ich den Letter Opener. Ich dachte, das wäre ein Messer. Naja, es ist ja auch ein Messer. Sowas in der Art zumindest. Das ist übrigens ein Wimmelbildspiel, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und ja, wir let's playen ein Wimmelbildspiel. Das hier ist der Office Key, das heißt, wir und, können jetzt... als Warnung schon mal vorneweg, wir haben jetzt die Demo runtergeladen. Mit 60 Minuten freier Spielzeit. Genau, das Spiel ist also nicht weiter begrenzt, nur dadurch, dass... durch die Zeit. Genau, Zeit. Das heißt, wir werden 60 Minuten spielen. Also zwei Spiele. Ich kombiniere jetzt einfach mal hochintelligent Schlüssel mit Tür. Wahnsinn. Und dann drehe ich den Schlüssel. Warum schließt der in seiner Wohnung die Türen ab? Naja, weil seine ganzen Pornos in seinem Büro liegen. Nee, die Serie ist ja wirklich absolut sauber. Also es ist, fast schon, es ist fast schon zu sauber manchmal.
Ja, machen wir ja. Nur mit sauber jetzt. Nee, ich meine einfach, dass die. Nee, das, darum geht's nicht. Es geht mir darum, dass zum Beispiel Castles Tochter einfach nur das liebste Mädchen auf der Welt ist und nie und ein ernsthaftes so gut Problem hat. In der Schule und in der Uni, und genau. Ihr schlimmstes Problem ist, dass sie sich nicht entscheiden kann, ob sie traurig sein soll über die 1- oder nicht. So, das sind ihre schlimmsten Probleme. Und das kann einem manchmal ein bisschen nerven, aber es ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist ja eine Familie. I found a board. A stool. Ja, es ist ein Stool. Den trägt er jetzt mit sich rum die ganze Zeit? So, also nee, hier gibt es nichts weiter zu finden. Warum leuchtet denn das so rot? Ja, ich geh mal dahin. Nein. Richard Castle. Oh, da ist so viel zu entdecken. Guck mal, da sind seine 3 Bücher. Und hier am Rand unten. Seine 3 Bücher, als hätte er nur 3 geschrieben. Ja, aber es gibt die auch übrigens. Es gibt die realen. Steht Handel. Bei mir auch im Schrank 1. Also. Genau, also da tun sie so, als ob der wirklich existieren würde und die geschrieben hätte. Eine natürlich sehr hat das coole Idee, finde ich. Irgendein Ghostwriter geschrieben. Ja. Weiß, einer von, doch, einer von den Autoren, mit denen er immer Poker spielt, ist das. Mhm. Ja. Also er spielt in der Serie gerne mit anderen Autoren Poker und die sind das. So, jetzt ist hier irgendwie. Achso, ich muss jetzt da Sachen finden, ne? Ist ja ein Wimmelbildspiel. Ich habe ja sowas noch nie gespielt. Achso, ich dachte. Ah, und dann musst du es sogar. Bullseye, Sharpened Pencil, Scissor. Also ich muss jetzt hier irgendwie. Ach, alles, Pencil, und dann muss ich den sharpen. Achso. Interessant. Und dann läuft. Und dann ist er weg. Guck mal, jetzt ist er so. Jetzt ach, du sollst ihn aufräumen. Ich muss offensichtlich jetzt aufräumen. Das also ist ein Bullseye. Na, normalerweise sowas, wo man. Achso, ich muss ein Bullseye werfen vielleicht, oder? Eine Schere? Ach, da hinten, guck. Da. Also da die Mitte von so einer Zielscheibe ist das Bullseye. Achso, okay. Scissors, so, jetzt muss ich Schere finden. Da unten ist irgendwie eine Mausefalle. Das könnte uns also noch einmal... Also wie gesagt, Wimmelbild Let's Play ist nämlich blöd, weil wenn ihr es... Oh, wenn ihr es schon gefunden habt, ja, dann, sind dann regt ihr euch jetzt wahnsinnig auf darüber, dass wir das nicht finden. Ich kann mir aber Tipps geben lassen. Das heißt, es geht dadurch relativ schnell, wie man ja merkt, aber ich finde die Schere trotzdem nicht. Karin, siehst du sie? Das Gute ist, wir sind zu zweit. Das heißt, es geht möglicherweise etwas schneller. Also was anderes, mit was anderem interagieren, aufmachen oder so, kannst du nicht. Ich kann, ah, danke. Das Buch war nicht interaktiv dargestellt. Aber da war sie. So, habe ich jetzt alles, was ich brauche? Oder wie ist das jetzt gedacht? Also ich könnte jetzt auch noch hier eine Batterie finden und weiß ich was, oder? Da sind noch Batterien, die kann ich auch noch suchen. Dann könnte ich noch ein Ei finden. Wo auch immer das Ei. Ne, das Ei ist da auf dem Stuhl, dieses bemalte. Ach, das Fabergé-Ei sozusagen. Die Biene, die ist da oben. Der Kleber. Das Bullseye. Ach, das muss ich jetzt einsammeln noch. Komisch. Kleber. Kleber, na, hier am Tisch unten. Hier also, ist. Achso, ich dachte jetzt an den. Nein, das ist ja Quatsch, Karin. Ne, Klebestuhl. Tape Dispenser, hier vorne. Das war einfach. Music Notes, da hinten. Und das sind doch keine Musik. Da war eine Note drauf. Ja. Und die Writer West? Was ist eine Writer West? Nein, die Weste, wo Writer draufsteht. Die ja immer beim Einsatz. Ah, seine da unterm Tisch. Also normale Polizisten haben ja so eine Weste, wo eine schusssichere Weste draufsteht. Police? Oder FBI oder so. Und bei ihm steht Writer drauf. Blank sehr Item. Finde ich auch. So, jetzt ist die Frage: gibt es hier noch was? Da hinten ist noch was. Guck mal hier. The vent is loose, but. Ja, ich habe eine Idee. Ich bin nämlich Point-and-Click-Adventure erprobt durch Daedalic Adventures und deswegen weiß ich alles hier. Aha. Ah, den Typewriter-Key. K. Jetzt haben wir schon K, jetzt brauchen wir nur noch 25 weitere. Dann können wir das komplette Alphabet abtippen. Nee, ich glaube, mach mal da hinten rein, da hat es eben geleuchtet. Also die Schreibmaschine. Ah, da, guck. Ah. Nee, K. Ah. Castle. Mach mal das Papier rein. Oh, guck mal. Boah, wie das wieder läuft. Und jetzt noch. Was. Nee, ich brauche bestimmt noch einen Stuhl. The ribbon is still missing. Ribbon? Ah, guck mal. Das Band. Das mit zum Schreiben. Okay. Ich hol mir mal einen Tipp ab. Ah. Da oben. Wo versteckt er das denn? Guck mal hier. Ja, ist sinnvoll, die. Nee, er benutzt ja die Schreibmaschine nur einmal im Jahr, um Einladungen zu tippen. So, dann haben wir das nämlich auch. Aber das läuft doch ganz gut, oder? Ich habe gedacht, das wird schlimmer. Also, ich meine, es ist der erste Raum, aber bisher bin ich von uns überzeugt. Oh, we should be in working order now. If this won't break the spell, I don't know what will. Okay. So, Phone. Kann ich jetzt telefonieren? Oh.
Jetzt ruft sie bestimmt an, hat einen Fall. Das ist am Anfang der Folge, hat der Spaß mit seiner Familie und dann ruft Becke dann. Genau, und dann kommt zwischendurch nochmal seine Familie, die helfen ihm dann über Umwege bei dem Fall. Und dann wusste also die sagen irgendwas und dann denkt er, aha, das kann ich doch auf den Fall anwenden. Was für ein Zufall, dass sie das nicht letzte Folge gesagt haben, sondern diese. So, Map, guck mal, jetzt kann ich auf die Map gucken. Oh. Powerplant. Das ist ja ein riesiges Open-World-Game hier. Das ist richtig krass, oder? Ob New York ist komplett... Die Straße New Yorks fährt. Und ja, frei begehbar ist das. Das ist komplett frei begehbar. Chapter 1, das war jetzt der Prolog nur. Ach so. Also gar nicht mal so... In der richtigen Folge auch. Ja. Also da ist ja auch immer so kleiner Prolog. Ist die, ah, guck mal, ist das ist Dingens. Einer seiner Kollegen. Ah, ja, also der Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Die haben den zu hell gemacht, der ist eigentlich der ist Mexikaner. Ist ja Mexikaner, ne? Does the scene look familiar? Freakshow. Okay, das ist jetzt das, was wir am Anfang gesehen haben. Hier ist die... Nette, wie heißt das? Medizinerin? Leichenslädderin. Gerichtsmedizinerin. Ja, genau. I won't be able to examine while there's a charge running through the body. I tried using the control panel, aber ich bin zu dumm, weil ich eine Frau bin, steht da. Das steht da nicht. Aber genauso klingt das ganz ehrlich. Was. Jetzt muss ein Schriftsteller irgendwie den Strom abschalten und das kriegt die intelligent studierte Akademikerin da nicht hin, oder was? Egal. So, sie wendet sich wieder ihren Aufgaben zu und ich gucke mir jetzt mal hier das da an. Oh Gott, jetzt geht's los. Und... Da war nichts von Rätsel. Ich dachte, Wimmelbild ist einfach nur so ein bisschen suchen. Ah, the pendant... Okay, also two fuses. Was ist das da? Important item. Oil can. Habe ich hier noch irgendwas interaktiv? Ich kann mir das angucken, aber das hilft mir nicht. So, die hängen fest, die kann ich nicht anfassen, weil dann bin ich Strom. Matsch. Was auch immer. Da oben wackelt alles. Guck mal, hier richtig mit Bewegung. Kannst du da aus der Tür gehen? Oder da ist... Also kann ich mir das angucken. Den Sicherungskasten. Und ich glaube, das Ding hier hat da... Ah, guck mal, da sind Schrauben. Das, da hilft mir die Oilcan, denke ich mal, nicht, oder? Nee. Also ich brauche jetzt irgendwie einen Schraubendreher oder sowas. Guck mal, oben bei der Tür, da kannst du hinklicken. Nee, jupp. The door is locked, Karin. Das ist eng gesperrt. Es ist ein verschlossener, ein, wie heißt das, Escape the Room Riddle. Escape the Room Rätsel. Und da liegt was? Das ist, es ist zu dunkel. Es ist so dunkel, das ist ganz schön gruselig. Es ist gruseliger als... Hätten wir das in den Schocktober einordnen sollen. Das sollten wir machen das nächste Mal. So, there's a bulb missing from this light socket. Also ich brauche da oben eine Glühlampe. Ich kann mir hier nochmal anzeigen lassen, ob es hier noch was gibt. Nee, also ich muss zurück. Ich hoffe, ihr findet das nicht schlimm, dass wir jetzt hier ein bisschen mit den Hilfen arbeiten. Wir gucken uns das Spiel auch nur mal kurz an. Mhm. Und dann entscheiden wir. Dann entscheiden wir. Unser Urteil. Genau. Jetzt in den Nebenraum nicht. Ach so, stimmt, du hast recht, das ist Quatsch. Dahin. Und dann kann ich die da oben nämlich einschrauben. Dafür hat die Sicherung. Ah, ja. Was ist das, ein Pferd? Ist das, nee, das ist ein Mantel oder sieht ein aus wie ein Kittel. Pferd, das auf dem Boden liegt. Ein abgemagertes Pferd. Guck mal hier, erstmal das Geld rausnehmen. This wallet appears to belong to our victim. The driver's license inside says Samuel Myers. Das heißt, wir müssen nicht ewig lange rausfinden, wie der Typ heißt, sondern wissen das jetzt gleich. Oder gehe ich jetzt mal... Da ist noch was. Metal doors are closed. They must be opened from somewhere in the plant. Okay, gut. Wissen wir Bescheid. Weiter. Mhm. Was gibt's hier? Hier gibt's Schuhe. Ich finde das alles sehr verdächtig. Wie Castle einfach alles auf die Erde schmeißt. Arschloch. Die Keycard für oben. Sehr gut. Dann wissen wir zumindest schon mal, wie es weitergeht. Okay, hier brauchen wir einen Code. Need to find some sort of clue. Jetzt haben wir noch keine Zahlen. Nee, wir kommen jetzt hier wieder raus. Ach ja. Nee, Zahlen hatten wir noch nicht, soweit ich weiß. Der Schalter, ist das irgendwas? Nee. Okay. Also hier. Guck mal, da hängt. Da hängt doch oben was. I can't quite reach. The vent holes are too narrow. Der Öl kann zünd sie jetzt an. Ach, weiß nicht. Okay, das geht nicht. Zurück. Ach guck mal, ich kann den Tipp nur alle paar Minuten anwenden. Ach, Zeit. Der lädt wieder auf, ja. Pika. Das hat funktioniert. Die Animationen sind toll, oder? Die sind echt irre gut. So. Oh, gleich kannst du wieder wimmeln. Wimmel, 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 wimmel. Wimmel, 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 wimmel. I got love in my pimmel. The hinge is rusted shut. Okay. Achso, da kann ich die Ölkanne. Da kann ich die Ölkanne. Anwenden, Entschuldigung. Ich bin so. Boah, guck mal. Wie viel Öl? Der da Rost da ist weg. Weg und alles blitzeblank. Aha. Fuse, 1 von 2. Also da brauchen wir noch die zweite für den Stromdingens. Hm? So, ich jetzt nehme mal auf an. Den Tisch. Da ist ganz viel gewimmelt. Da so tanzt der Castle auf dem Tisch. Was ist denn das für eine Sau? Wer hat denn hier gearbeitet? Ich meine, vor allem die Bilder, cool.
Ja, aber wir brauchen keine Billardkugeln, wir brauchen eine, also, die Schildkröte da ist am allerbesten. Laser Tag, hier hinten. Gear. Da. Ach so, muss ich das zusammentun hier unten mit dem, genau, da ist der Rest vom Laser Tag hier. Das brauchen wir, die Panflöte und... Da, auf der Kiste. Auf der Kiste, neben der Pizza. Unter der Pizza. Nee, ach da. Das meine ich, genau. Ach so, da muss ich aber hier noch, die muss ich noch reparieren. Guck mal, zwei Dinger fehlen noch. Hier ist noch eine. Und da ist noch eine. Sehr, sehr einfach. Dankeschön. Baseball. Baseball. Also, ist es ein Handschuh? Ist es ein Baseballhandschuh oder über der Schlitten? Nee. Ist ein normaler Handschuh. Guck mal, da ist eine Gasmaske, Karin. Die findest du noch so gruselig. Baseball, warte mal, das sind doch die komischen, ne? Das sind die weißen mit der roten Naht. Die runden, ich aber auch. Halt an den Football. Ja, Baseball. Genau, Footballs sind anders. Ach, deswegen sind die ganzen Kugeln, ja, damit man. Kannst du irgendwas aufmachen? Ich glaube, der Baseball ist irgendwo drunter. Koffer, machen wir den Koffer? Ich kann ja mal den Hint kurz machen. Aha. Ach, das war was anderes, ne? Das war der Electric Screwdriver. Ich weiß auch nicht, vielleicht gibt es da extra Punkte für. Da gab es jetzt das Walkie-Talkie, To-Go-Kaffee-Mack. Also, ist es, das ist nee, es da nicht. Unter dem, da, genau das. Du hast da. Da ist er, ja. So, dann haben wir ein Paperbag, also eine Papiertüte. Powersäge. Eine No-Smoking-Sign. Die Powersäge ist hier. Aha! Ihr könnt das jetzt nicht sehen, wie ich das. Ja, Karin zeigt hier ganz elaboriert auf dem Bildschirm. Da war auch irgendwas. Ja, manchmal muss man auch einfach mal querbeet klicken. Aber auf geht's nicht, aber ich sehe kein Baseball. Ich sehe den Baseball auch nicht. Vielleicht hier drin unter der Pizza? Nee. Die Schildkröte irgendwie vorlocken? Mit dem Stück Pizza? komm. Hier ist auch noch eine Brezen. Eine richtig schöne Oktoberfest-Gedenkbrezen. No Smoking ist hier. Aha. Was ist denn ein Mollet? Also Wallet kenne ich, aber... Ja. Paperback und ein Socket Wrench. Blöd, weiß ich auch nicht. Was ist denn ein Socket Wrench? Ein Wrench ist... Genau, das ist ein Schraubenzieher, ne? So, ja. Wir können ja nochmal uns einen Hinweis geben lassen. Das war ein Mollet. Das war ein Mollet, Hammer. Also ein Hammer, ein Gummihammer vielleicht. Mhm. Weil normalerweise ist ein Hammer ja ein Hammer. So, Paperback ist doch hier. Ihr habt das natürlich bei Büchern. Alles schon gefunden. Silhouettes, guck mal hier. Ist das denn jetzt drin? Ich weiß es nicht. Hier kann ich mir irgendeine Silhouette anzeigen lassen. Aha. Was auch immer. Was ist das hier? Paperback? Nee, das ist eine Zeitung. Ja, ich überlege gerade, Paperback ist doch bei. Hier, direkt neben dem blöden Karton, ey. Das war gemein. Spinne. Aber das wichtige Item haben wir nicht gefunden. Das Einzige, was noch fehlt, ist der blöde Baseball. Dann klick mal auf alle Bälle vom. Du meinst, dass irgendeiner davon sich nur als Baseball versteckt? Ja. Das ist in Wirklichkeit was anderes. Das ist ein angemalter Baseball. Mhm. Da hinten die Zwecken, die sehen verdächtig aus. Ja, nicht verdächtig genug. Aber gleich ist unser Tipp wieder aufgeladen und dann. Wird es ein leichtes sein, den Baseball aufzuspüren? Aha. Oh, wie gemein. Dankeschön, liebes Spiel. Dankeschön. Okay, wir haben den und alles nur dafür den Electric Screwdriver. Nicht der gefunden. Sonic Screwdriver? Nee. Das ist ja schlecht. Das traurig ist das. So, gibt's hier noch irgendwas? Ich kann auch hier mal gucken. Enter Employee ID. Okay, da brauche ich eine ID-Number, haben wir jetzt nicht. Eine Zahl müssen wir auch noch irgendwie suchen, falls... Jetzt brauchen wir schon zwei Nummern irgendwie. Das haben wir schon, hier unten ist nichts mehr, da kann ich nur wieder zurückgehen, den Tisch habe ich abgearbeitet. Okay, hier sieht es so aus, als wäre hier nichts mehr. Dann Electric Screwdriver, was wollten wir denn... Hinten den Sicherungskasten. Ah, stimmt, du hast recht, den wollten wir screwen, drivern. Ach, hier in der Mitte. Ich muss da in die Mitte klicken. Schon klar. So, jetzt können wir das Ding nämlich rausnehmen. Und jetzt haben wir nämlich zwei Fuses und können die dann da anwenden. Und zwar dort und dort. Oh Gott, oh Gott. Oh, jetzt geht's. Oh, jetzt müssen wir hier ein Puzzle machen irgendwie. So, jetzt muss ich die wahrscheinlich irgendwie alle umfärben, oder? Kann das sein? Ah. Sowas hasse ich ja wie die Pest. Ich würde. Ach, das ist ja gut. Was würdest du? Ja, würde ich auch nicht. Oder muss ich sie alle entfärben oder alle einfärben? Das steht ja nicht. Mach mal Puzzle-Info. Oben ist doch Puzzle-Info. Aha. Turn on blue to shut off. Ja, also okay. Alle blue. Selecting a square will toggle, bla. Ja. Okay, jetzt müssen wir strategisch... Ich kann nochmal Reset machen. Also. Ja.
Ja, okay. Kannst du auch. Ach so, nee. Ja, so halbwegs. Nee, geht nicht. Hm. Man sich so von einer ja, genau, Seite zur anderen so vorarbeiten. So. Ja. Oh, ist richtig gut. Ja, nicht gut genug. Scheiße. Ich brauche eine valide Strategie, Karin. Mach jetzt mal genau so. Dann geh an den Rand. Hier so. Und dann gehen wir von links nach. Nee, achso. Das sind dir, fehlen die. Nee, schon gut. Dann nee, es ist immer dann der eine. Kann man das nicht überspringen? Das wäre gut. Ja, wir haben ja auch an sich nur noch 40 Minuten, dann ist die Demo ja eh zu Ende, ne? Guck mal, skippen. Kannst du skippen? Nee, ach nee, ist ja noch raus. Oder? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Ach so, das ist quasi eine Hilfe, man muss die Mini-Rätsel nicht machen. Aber wir haben ja gesehen, wir hätten es ja geschafft. Über kurz oder lang. Ja, eher lang. So, was findet sie jetzt über ihn heraus? Ach, wie, warum muss ich denn jetzt? Sie ist doch die Gerichtsmedizinerin. So, there was none among the myriads of men that existed who felt, who would pity or assist me. And should I feel kindness towards my enemies? No. From that moment I declared everlasting war against the species and more than all against him who had formed me and sent me forth to his this unsupportable misery. Mary Shelley's Frankenstein. Ja, Frankensteins Monster hasste die menschliche Rasse, nachdem ihm das angetan wurde, nämlich nachdem er wiederbelebt wurde und ja, ohne Seele sozusagen rumlief. Looks like the victim was murdered before being hooked up. Okay, also er war schon tot, bevor er da angeschlossen wurde. Okay. Und sie tut ihn ins Labor, und indem sie... Früher auch. Und du hast ein Telefon angerufen. Ich habe auch ein Murderboard. Guck mal, das ist das berühmte Murderboard, was in deren Dezernat hängt, wo man dann alle Beweise und so weiter sieht und Suspects. Wir haben noch keine Verdächtigen und noch keine Zeugen. Aber ein klingelndes Telefon. You guys might want to hurry over to Mayor's apartment. Also von dem Mitarbeiter, der hier irgendwie ermordet wurde oder so. Ja. Achso, Map. Ah ja. Map. Auf die Open World. Ja. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. In war Folge 2 so dieses wunderbaren Netflix. Machen wir nicht halbe so? Also 30 Minuten? Ja, nee, 30. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Na gut. Bis dann. Tschüssi.